Warum kabbeln sich so viele Pärchen beim Autofahren? Das kann ich verstehen, weil ich glaube, ich bin auch eine furchtbare Beifahrerin. Also man sagt das ja ungern über sich selbst, aber es ist effektiv so, dass ganz, ganz viele Freunde, Partner, die ich im Leben so hatte, schon öfters mal stehen geblieben sind und gesagt haben, dann fahr du doch. Also ich fahre mit, ich fahre einfach mit. Und ich kann auch nicht relaxen. Es gibt sehr wenige, wo ich mich reinsetzen kann, das Gefühl habe, hier bin ich sicher und hier relaxe ich. Insofern, ja, das ist super. Meine Mutter und mein Vater, ich glaube, die haben jedes Jahr mit uns Kindern hinten drin auf der Fahrt von Luxemburg nach Jesolo in den Familienurlaub die Scheidung eingereicht, jedes Jahr. Es war furchtbar, jedes Jahr, bis ins hohe Alter. Ja klar, pass mal auf, guck mal hier, fahr mal links, du siehst doch, dass rot ist, jetzt sei doch mal ruhig, fahr ich oder fährst du? Früher sagte man ja noch, kannst keine Landkarte lesen. Heute kann man das ja wenigstens auf die Dame, die mit einem spricht, schieben. Aber das war immer bei uns zu Hause, das war furchtbar. Meine Mutter, hier sind wir in Italien, die Schilder sind hier anders. Seit wann weißt du, wie Schilder sind? Ja, so der Klassiker, oder? Kennen wir doch alle. Ja, danke. Tschüss, schönen Abend.